Hallo ihr Lieben, ich hoffe euch geht's alle gut. Mir geht soweit gut. Ich fahre wieder mal nach Magdeburg. Der eine Monat ist schon wieder rum, da könnt ihr mal sehen, wie schnell so ein Monat eigentlich vergeht. Ne? Also meistens immer, wenn ich mal so ein Zwischendurch-Video mache, ist eben ein Monat vorbei. Wenn ich nicht gerade eine Fahrt mache, wo ich hin verreise oder reise. Verreisen, ich würde gerne mal länger verreisen, aber wer weiß. Am 6. fahre ich ja in der Nähe von Stuttgart, da bin ich dann erstmal 5 Tage. Aber da fahre ich nicht mit meinem T4, sondern mit einem Mercedes Coupé Kompressor. Aus Kostengründen halt einfach. Und ich bin mal gespannt. Ich weiß noch nicht, wie ich es plane. Ich muss mir das Auto auch mal richtig angucken, wegen da schlafen oder mit im Auto schlafen. Mein Nachbar, Gartennachbar, ist gerade vorbeigefahren. Mal kicken. Wenn ich mir so die Mikrocamper angucke, wie die in was für kleine Autos die so pennen, dann denke ich mir, das kriege ich vielleicht im Mercedes hin. Mal gucken. Ich bin ja nur 1,57 Meter, also bei mir ist die Größe, spielt keine Rolle, aber die Breite wahrscheinlich. Aber naja, wenn ich denke, ich kann vielleicht auch durchfahren. Und wenn ich früh morgens um 4 Uhr schon losfahre, wird es auch gehen, denke ich. Ne? Ja. Naja. Okay. Ansonsten bin ich gespannt, was der Arzt sagt. Wegen Krankschreibung sowieso. Und ich habe jetzt, wie gesagt, habe ich schon einem Shorty erzählt, dass ich mit dem rechte Hand, der Mittelfinger, also wirklich der linke Finger, den kann ich ab und an nicht runterbiegen. Also das tut dann so weh, das ist so schmerzhaft. Da muss ich an den Finger ziehen und muss das festhalten und den mit Mutwillen wirklich runterdrücken, dass der wieder krumm wird. Also schön ist das nicht, absolut nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich es hinkriege oder was das ist, keine Ahnung. Mal schauen. Und wie geht's dir so? Genug von der Wehwehchen geredet. Wehwehchen hat wahrscheinlich jeder, wenn du 60 wirst, dann hast du meistens Wehwehchen, dann geht nichts mehr ohne Wehwehchen. Ansonsten wollte ich eben mal sagen, dass die Livestreams mir wirklich sehr, sehr viel Spaß machen mit euch. Und ich danke jeden, der uns immer unterstützt oder die sich gegenseitig jetzt immer unterstützen. Das ist echt schön. Das ist der Kanal Michaeltronic, das ist der Kanal Arche Noir on Tour, das ist der Kanal Pinas Live, Van Life Cooking, das ist der Kanal Irgendwo Weltweit, das ist der Kanal Chris Schnelle E-Bike. Boah, das ist immer so schwer, müsst ihr mal gucken, wenn ihr mal im Live seid. Dann haben wir Ronnys Wanderlust, dann haben wir Prignitz Outdoor, glaube ich. Also die Videos, die in den Chats sind, die sind meistens dann auch, dass die unter den Livestreams einen Kommentar hinterlassen haben. Prepperman, zwar im Moment eher selten, der hat wahrscheinlich auch mit der Gesundheit zu tun, keine Ahnung. Und die Christiane ist meistens dabei, die Elke ist dabei, die Ilona, die Birgit, die Raffi, mein Schwiegersohn Greenbed, die Vanlife Family ist dabei. Also ich bin da echt mega, mega stolz drauf, dass wir alle so eine schöne Community sind und sich unterstützen halt. Falls ich jemanden vergessen habe, schreibt es einfach in dem Video als Kommentar und beim nächsten Mal wird es dann nicht vergessen. Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, ach so, Petra Wolfsberger ist auch öfter dabei. Das sind jetzt aber nicht die, die YouTube-Kanäle haben. Katharine, 666 oder 69 hat auch einen wunderschönen Kanal, einen schönen YouTube-Kanal, macht meistens Shorties. Emmy ist ab und an mal bei Peter von I Live in a Camper, ist auch ab und an mal drin im Livestream. Jetzt weiter denke, habe ich jemanden vergessen. Bitte seid mir nicht böse, also dann schreibt mir in die Kommentare,
damit ich euch nicht vergesse. Ich bin ja alt, ich kann mir nicht mehr alles merken. Ich werde mir dann aber mal eine Liste machen und dann werde ich von der Liste einfach mal ablesen und dann könnt ihr, damit ihr immer schön mit dabei seid. Ja, Prignitz Outdoor, genau, den habe ich schon gesagt. Achso, Vagabunden, die Camper, die waren jetzt auch öfter mal im Livestream, wo ich mich natürlich sehr, sehr drüber freue, weil die mich schon von Anfang an unterstützen. Enrico und Martina, genau, auch noch. Da weiß ich jetzt nicht, wie der Kanal heißt, auswendig. Enrico und Martina. Wie gesagt, guckt einfach mal in den Kommentaren unter dem letzten Livestream. Die Leute, die im Livestream sind, lassen auch meistens einen Kommentar da. Nun gut, jetzt habe ich genug gesabbert. So lange wollte ich ja nicht sabbern. Aber ja, was noch wichtig ist vielleicht. Ich biete ja auf meinem Kanal jetzt eine Mitgliedschaft an. Das ist jetzt nicht, dass ich damit reich werden will und auch keiner soll bevorteilt werden oder nicht bevorteilt werden. Ich mache auch keine extra Videos, die nur für Mitglieder sind oder extra, irgendwas extra mache ich nicht. Ich mache das für alle, immer gleich. Lediglich, dass dann eben die öfter mal im Kanal erwähnt werden oder ich mal einen Abspann im Kanal mit im Video mit einarbeite oder Bilder mit einarbeite von dem jeweiligen Kanal. Ja, das sind so, aber ich werde keine extra Videos oder keine extra Würste machen. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, weil ich finde das auch nicht gut, wenn man, wenn man sowas macht. Also ich würde dafür selber auch keine Mitgliedschaft bezahlen, nur dass ich ein Video früher gucken kann oder macht für mich auch keinen Sinn. Da hat der Arschenduat und Tour, also der Wolf, hat schon recht, dass es dann so eine Zweiklassen-Klassifizierung gibt. Also ich selber würde es so auch nicht machen. Deswegen die 1,99, die sind wirklich nur dafür, dass ich dann für denjenigen auch mal Werbung mache oder meistens immer dann Werbung mache. Ne? Ansonsten habt ihr ja die Möglichkeit im Livestream mich zu unterstützen. Die seht ihr immer an dem Dollarzeichen da unten. Da hat ja der Ronny letzte Mal und ach so, der Schwabe, genau, der Schwabe ist auch immer oder öfter in Livestreams drin. Der heißt der Schwabenkanal, ist ein schöner Kanal. Wie gesagt, mich unterstützt und ja, da freue ich mich natürlich drüber. Ist ja klar. Ne? Ja. Das war jetzt mir auch nochmal ein Anliegen, nicht, dass sich irgendjemand benachteiligt fühlt, braucht er nicht. Ihr werdet alle gleich behandelt, ihr werdet immer alle gleich die Videos sehen, ihr werdet immer alle live, also die live, bei den Lives dabei sein. Ja, naja, wie gesagt, das war es denn erstmal. Wenn dir das Video wieder gefallen hat, dann lass natürlich ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Ihr wisst, ein Abo ist kostenlos, das hilft uns immer sehr viel weiter. Alle von uns hilft das und mein nächstes Ziel sind ja die 1000 Abonnenten und die 4000 Stunden Watchtime. Das ist mir ein großes, großes Anliegen, dass ich das jetzt schaffe, weil dann gibt es auch nochmal andere Möglichkeiten. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr Amazon-Kunden sowieso seid und gerne bei Amazon einkauft. Geht einfach mal in meine Beschreibung, da habe ich schöne Links drin. Klickt einfach einen Link an und geht weiter einkaufen. Da kriege ich mal eine kleine Provision für und ja, also das wäre jetzt so die Unterstützungsmaßnahme. Oh, der Rettungshubschrauber, der will landen. Jetzt regnet es schon wieder, Leute. Ich hasse das Wetter. Moment, also der Mai war noch nie, oh ja, der landet hier direkt irgendwo. Mir. In der Nebenreihe. Mensch, Mensch. Ich darf mal hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Ja, ist immer schrecklich. Aber dazu sind wir auf dem Dorf, weil so schnell kommt hier manchmal kein Krankenwagen her. So eilig wie manche Leute das brauchen, ja. Das ist der einzige Nachteil, wenn man auf dem Dorf wohnt. Wenn man etwas weiter von der Stadt entfernt ist. Ne? Naja. Wie gesagt.
Und ja, Livestreams kommen jetzt öfter. Also zumindest habe ich mir vorgenommen, immer mal einmal wenigstens in der Woche. Und Beiträge mache ich auch mal zweimal so in der Woche. Videos, weiß es auch mal einmal in der Woche. Einmal, zweimal. Die Short-Videos mache ich jetzt schon öfter. Jetzt, ihr wundert euch vielleicht, dass ihr von der Katze im Moment nichts drauf habt. Das mache ich jetzt alles bei meinem Kanal oder auf meinem Kanal Set My Life. Das ist ja mein erster Kanal, den ich angefangen habe. Der ist schon lange. Und ja, das ist so ein Durcheinanderkanal, würde ich mal sagen. Alles, was so immer zwischendurch mal ist. Ja, da kommen jetzt die Katzen drauf. Da sind viele Katzen wie ganz viele Tiervideos drauf, weil da sieht man auch meinen Lenny, man sieht die ganze Geschichte von meinem Lenny, man sieht auch die Anfänge dieses T4s hier und wie sie mir die damals geklaut haben, die Suse. Also das sieht man alles auf dem Kanal Set My Life. Ja, da könnt ihr auch mal raufschauen. Da war ich war auch viel unterwegs. Das habe ich dann alles da drauf gepostet, die ersten Jahre. Und dann bin ich irgendwann mal da zu der Entscheidung gekommen, einen T4-Kanal extra zu machen. Wirklich nur was Camping, Auto, Unboxing und sowas betrifft. War vielleicht eine gute Entscheidung. Oder sogar war bestimmt eine gute Entscheidung. Und ja, dann habe ich ja noch einen Kochkanal, der heißt Kitchen Granny. Da sind wirklich nur Kochkanäle, Kochvideos, Unboxing, was Küche betrifft und so weiter und so fort. Ne? Ja, aber wie gesagt, der wichtige Kanal ist jetzt die Vierliebe, wo ich auch die Lives mache auf den anderen beiden Videos. Das muss so laufen, Videokanälen, das muss so laufen. Ja, entweder es klappt oder es klappt nicht. Jeder, der YouTube macht, der weiß, wie das auch anstrengend sein kann. Ja, manchmal ist man ja schön ausgemergelt, auch durch YouTube, finde ich. Nun gut, es wird jetzt lauter, weil ich gleich schneller fahren kann. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen von der Tangente was filmen. Wie gesagt, liken, kommentieren, abonnieren, ist alles kostenlos, beißt nicht, hilft uns weiter. Und du bleibst immer auf dem neuesten Stand, wann irgendwas kommt oder wann was gepostet wird. Bis später, wie gesagt, bleib einfach dran und genieße jetzt mal die Autofahrt noch einen Moment. So, jetzt geht's also aus Wolmirstedt raus auf die Tangente. Viele von euch kennen das ja schon, aber das ist halt immer der Weg nach Magdeburg, dafür doch kein Weg dran vorbei. Ja. Aber es ist halt immer interessant, wenn man mal sieht, wenn man die Videos mal vergleicht vom Winter, vom Frühling, vom Sommer, vom Herbst, dass das alles anders aussieht jedes Mal, ne? Ja, ich bleibe ja heute über Nacht weg, weil ich ja zu meiner Freundin fahre. Und, oh, ein kleiner Falke war da eben. Ja, und, aber ich werde dann morgen früh gleich wieder zurückfahren. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich im Moment durch die Katzenbabys überhaupt nicht gerne wegfahre. Und, ja, aber das Leben geht ja weiter auch ohne mich. Ich habe halt einfach bloß Angst, wenn ich denn komme, dass die mich ja nicht mehr erkennen, dass sie denn wirklich so wild sind, ja, dass dann kein Rankommen mehr ist. Weil der eine, der Garfield, der soll ja nach Berlin und ja, mal gucken, was hinkriegen. Ich bin gespannt. Und die Tierärztin hat ja gesagt, ich soll dann ein Tierheim anrufen, die da abholen lassen. War eigentlich auch nicht so im Sinne des Erfinders, würde ich auch nicht gerne machen. Ich würde die lieber schon in gute Hände haben wollen. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Ich habe noch eine halbe Stunde, das schaffe ich aber.
dann freu dich aufs nächste Video. Das nächste Video wird dann meine Fahrt nach Stuttgart sein, vom Mercedes aus. Und meistens ist es so, wenn ich aus dem Auto aussteige, habe ich Kreuzschmerzen ohne Ende, weil das ist ein ganz anderes Fahren als im T4.